Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Captain of Industries. Weiter geht's. So, Namensliste ist auf und es geht los. Ich glaube, der erste Name, den ich noch nicht habe, ist der, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir ihn reingemacht haben, ist der Kingstone. So, Kingstone. Ich verteile die Namen immer so, wie die gerade mir vorbeifahren. Kingstone. Der Kingstonige. So, dann brauchen wir, warte mal, haben wir hier, Coco Wheely? Luisium. Ja, diesmal schreibe ich dich richtig. Das ist Mr. Bagger. Nein, Mr. Bagger dürfen wir nicht umnehmen. Das ist wie Mr. Satan. Orkbold Neo Paint. Da, Kleinlaster. Tut mir leid. Jetzt bist du doch ein Kleinlaster. Louis. Was mach ich denn, wenn ich die verschrotte? Dann nehme ich die Namen mit in den neuesten Laster. Falls es das gibt. Louis. Loi und dann Sium, ja? So? Ich hoffe. So, dann haben wir noch einen kleinen Laster. Das ist dann Sheepy. Ne, Sheepa. So. Mit großem Arm, leider ist alles groß geschrieben, es tut mir leid. Dann haben wir noch Guardian. Guck mal, ist der hier denn? Wir sind wieder überlastet. Wir müssen wieder LKWs bauen. Aber wir haben jetzt kein Problem mehr mit Wartung und so. Sind wir denn am Bauen? Kam gerade einer raus? Oh, kommt sogar einer raus. Wir sind aber immer noch ausgelastet. Ich muss mal hier bei der Einigkeit aufpassen. Weil das müsste jetzt gehen, ne? Guck mal, es ist immer noch Mangel. Ist krass. Aber es fehlt wieder Erz. Alter, wir brauchen hier noch mehr. Lol. Sand ist... Ja, Sand, aber das ist ja nur ein LKW. Krass. Okay, machen wir mal weiter. Oh, das war's. Ich habe keine Namen mehr. Leute, ich brauche noch mehr Namen. Kann doch nicht sein, hier ein paar tausend Zuschauer. Also im Discord unter Namen im Let's Play, liebe Leute. Haut in die Tasten. Das geht so nicht. Das ist unakzeptabel. So, jetzt gucken wir erstmal. Jetzt machen wir erstmal Bestandsaufnahme, okay? Also ich würde gerne die anders bauen, die Generatoren. Wir können die Generatoren noch irgendwie hierhin bauen oder so. Ne, oder wie gesagt, wir haben auch irgendwann unsere eigene Müllinsel und können die dann da drauf bauen oder so. Ich meine, dann haben die alle einen Sinn. Verschmutzte Generatoren auf einer Müllinsel. Wunderschön. So, Essen ist auf jeden Fall fertig. Kohle ist voll. Aber Kohle ist voll, weil Eisen nicht läuft. Ne? Was ist denn jetzt hier los? Ach, die bringen Gestein weg. Das ist das Problem. Vielleicht müssen wir ja auch nochmal eine Abschüllhalde machen. Kennen wir alle, die Abschüllhalde. Machen wir die ein bisschen größer, so. Machen wir hier auch nochmal Gestein. Damit das hier nicht zu, ne? Ja, wir sind halt voll mit Gestein, ne? Nee. Hier. Entschuldigung. Na, ist alles voll. Ah, ne, hier haben wir noch. Habe ich doch extra gemacht. Ich vergessen reinzumachen. Das kann weg. Das kann weg. Ich werde jetzt auch viel öfter hier auf Handel drücken. Das ist viel angenehmer. Und auch viel cooler. Guck mal. Und viel cooler. Guck mal. Mr. Couch Potato kann. Ja, das ist unser Holzmann. Holz ist aber noch gut. Geht runter. Ich finde das gut, dass man sieht, dass es runtergeht. Ja, also Eisen ist jetzt wieder leer. Scheiße. Ja, das ist halt. Ich müsste eigentlich jetzt mal tief runtergehen, weil die Oberschicht ist ja bald weg. Aber ich würde gerne die komplette Schicht weg haben, damit wir dann sauber runtergehen können. Aber jetzt haben wir hier das die Abschütterei. Steckt der fest? Nee, ne? Hey, hier ist das Schlackelager. Vielleicht hat er einfach nichts zu tun, glaube ich aber nicht. Leer. Ich glaube, er hängt fest.
Ja, ich glaube, er hängt fest. Guck mal, hat sich festgefahren. Nee, er fährt noch. Nee, jetzt sind wir wieder stabil. Okay, das ist gut. Schluck Mountain. Der Schluckige. Wir machen so eine Schlackenpyramide oder so. Ich meine, warum nicht? Montage Elektrik hat kein Rezept zur Auswahl, hä? Ich hab's ausgemacht, oder was? Nee, das ist... Ach ja, genau, das war die goldenen Konstruktionsteile, genau. Ist das cool. Guck mal, wie das... Alter, guck mal, wie das das alles zeigt. Warum kann denn nicht Satisfactory so sein? Ne, ist halt anstrengend, aber ich meine... Gut, ich meine, da gibt's viele verschiedene Rezepte. Ist ja okay, wenn man es ein bisschen simpel macht, aber sowas ist viel geiler, wenn man es halt sieht. Okay, es läuft alles. Okay. Eisen läuft auch wieder. Fahrt, meine Kleinen, los! Bringt das braune Gold zurück. Los! Bringt es zurück. Macht was Schönes draus. Wollen wir hier gerade Leistung entfernen, damit es einfach mal... Mach mal hier Leistung an. Damit wenigstens besser, schneller geschmolzen wird. Und dann wird das schon. Ich meine... Nee, hier nicht. Okay, alles gut. Alles gut. Es ist immer irgendwo ein Problem, ne? Gut, aber jetzt müssen wir es mit dem Abschüttzeug anscheinend doch eher behalten. Obwohl, so können wir es jetzt viel besser... Guck mal, ich kann hier sogar eine Brücke hinmachen. Ja, aufs nächste Abschüttdingens. Ich werde es bestimmt bereuen, hier ein Loch auszuheben. Okay, so, also, wir bleiben dabei. Wir müssen jetzt hier erstmal alles verbessern. Es ist immer noch zu langsam. Schlacke wird angehäuft. Was cool wäre, ist, wenn man den LKWs sagen könnte, wenn hier nichts zu tun ist, macht zweitrangig was anderes. So ein zweitrangiges, so eine zweitrangige Nebens, Erwerbstätigkeit, ja? Quasi. Wie Eisenfahren oder so. Ah ja, guck mal, das ist jetzt leer. Das müssen wir jetzt mal neu machen. Wir haben ja hier unser Wasser. Da müssen wir das jetzt von unten nach da führen. Ja, ich glaube... So machen wir das. So machen wir das. Oh ja. Machen wir es mal so. Dann reißen wir das hier ab. Dann, dann. Bom, 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 bom. Das auch. So. Nummer 1 angeschlossen. Und Nummer 2. Ups. Angeschlossen, sehr gut. Was ist damit? Das ist noch ein Überbleibsel. Ein Überbleibsel. Ausgelöscht. Okay, dann ist das jetzt auch safe. Oh, das hätte ich schöner machen können, aber was soll's. Machen wir vielleicht noch, oder? Oh Gott, meine Augen! Und zwar, nee, eigentlich nur die Strecke hier. Psst.
Sehr schön, genau so. Okay, dann ist Wasser auch erledigt. So, hier würde ich gerne Tanks hinmachen. Einfach damit wir irgendwie Wasser auf Tasche haben. Für den Notfall. Aber ich denke, wir werden das erst mitbekommen, wenn der Notfall auch schon leer geschöpft ist. Irgendwie so. So, und dann von hier aus wieder quasi rein. Genau, arbeitet meine Kleinen. Ist immer noch ausgelastet, aber immer wenn wir was bauen. Ich meine, es war auch... Ich meine... Ach, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Das ist doch blödsinnig. Warte, ich muss mal kurz mein Gehirn, benutzen. Ach, das ist das Abwasser. Alles richtig. Nee, stimmt, das war das Abwasser. Das müssen wir aber noch anmachen. Wasser, Sohle, Meerwasser. Ist das jetzt... Ach, das ist auch Abwasser. Okay. Funktioniert auch. Alle glücklich, sie haben Wasser. Gott sei Dank. Okay. So, wie sieht die Forschung aus? Also, wir könnten doch... Wir sind bei Rohrleitung 2. Wartungsdepot 2. Guck mal, das kann ich auch machen. Ich kann das einfach upgraden, oder? Nee, habe ich das denn jetzt erforscht? Captain's Büro. LOL. Ach, da haben wir auch noch ein paar Wasserspeicher. Das kann eigentlich zur Forschung irgendwie hier so. Oh, nee, das bauen wir nicht, das ist viel zu teuer. Wir müssen jetzt mal das Schiff reparieren, das habe ich ja eigentlich gesagt, dass wir das machen, diese Folge. So, jetzt, Schiffskanonen haben wir nicht. Heck, Rüstung, Kraftstoffrüstung. Können wir jetzt irgendwo hinfahren? Abpumpen, Mannschaft entlassen, Mannschaft ist drin. Dann, würde ich sagen, fahren wir mal nach da. Oh, warte, Moment. Oh, er macht's selber. Mach's gut, Schifflein. Ich wollte die Tröte machen, nochmal. So ungefähr. Okay. Sehr gut, jetzt ist der unterwegs. Was ist denn hiermit? Können wir das jetzt mal ausmachen? Ich glaube schon, ne? Machen wir das mal aus. Machen wir das weg. So, jetzt haben wir das auch weg und das war... Genau, das fehlt noch. Aber wir haben ja immer noch... Ah ja, guck mal hier, genau so muss das sein. Sehr schön. Geht wieder hoch. Nee, nicht. Gut, müssen wir jetzt mal ein bisschen boosten, bis wieder ein bisschen drin ist. Aber ich glaube... Also, wir kriegen pro 60 Sekunden 24. Das heißt, wir kriegen hier insgesamt 48. Für die Produktion brauchen wir alle 60 Sekunden 15... 18. Ah, nee, eigentlich müsste es hinkommen. Wenn es produziert wird, aber auch nur, ne? Nee, es macht 12. 24. Nee, das ist zu knapp. Theoretisch müssen wir noch eins machen. Standort erkundet. Hurra! Fahrzeugteile, Kupfer und Gummi. Und 29 Bewohner haben wir bekommen. Ach du Scheiße. Okay, guck mal, es geht weiter. Wir machen erstmal drumherum, oder? Machen wir mal hier. Bestimmt werden wir bald überfallen oder so. Guck mal, hier ist die Wartung. 94%. Okay. Wir brauchen jetzt mal die anderen Teile. Das war... Ja, ist auch nicht ohne. Elektrik, Metall und Dingensteile. Das hier war...
Theoretisch können wir das nehmen. Jetzt zwacken das ab. Hier können wir es auch abzwacken. Und dann brauchen wir noch Metall. Und dann sehen wir, ob wir noch mehr Eisenschmelzer bauen müssen. Würde ich sagen, oder? Machen wir es hier hin. Machen wir es so. So. Ich meine, davon haben wir jetzt 200. Ist jetzt keine Eile oder so. Wir bauen jetzt nochmal 3 Stück. Wir haben nie zu viele. Nie. Sehr schön. So muss das sein. Genau so, liebe Leute. Guck mal, Kupfer lässt jetzt zu wünschen übrig. Wo ist das Problem? Ja, ist halt zu wenig. Zu wenig Bedienstete. Ist nur einer. Oder was? Ne, 3. Aber ein Abschüttding haben wir hier auch, ne? Ja. Ich muss nochmal höher machen. So, Stand erkundet. Sehr schön, wenn wir wieder was bekommen. Meeresbohrtechnik entdeckt. Yeah. Okay, dann zum nächsten. Nicht genug Treibstoff. Ich dachte schon, jetzt ist das Schiff weg. Das war's. Kein Schiff. Thema erledigt. Super. Unterkünfte. Hier, wir können es verbessern, aber ich will doch erst Elektrizität haben, oder? Kann es sein, dass wir es dann erst bekommen? Nö, wir warten damit noch. Ich meine... schon, dass wir warten sollten. Gab es eigentlich jetzt nochmal ein Update? Ich meine, es kommt ja bald Holz abwracken. Holz entschlacken. Die Stützmauern sind auch der Hammer. Also ich denke mal, dass wir dann auch einfach was hochbauen können oder so. Also. Wo ist das Öl? Dann kann ich hier doch eigentlich Generatoren hinbauen. So. Dann kann ich die nämlich abreißen. Ich lasse die aber erstmal bauen, bevor ich die anschließe und so. Dann muss ich hier das Rohr nehmen. Aber hier ist noch genug. Aber irgendwann wird das zu wenig sein mit dem Diesel. Ach, müssen wir noch mehr Forschung bauen tatsächlich. Ja, aber ich meine, das Ding ist, wir haben genug erforscht. Wir müssen jetzt nicht forschen. Das können wir dann immer noch machen. Guck mal hier, größere Lagerung. Ich nehme alles zurück. Energieerzeugung. Das ist aber für die... Habe ich das schon alles einge... Biokraftstoff hatte. Ich mach das mal weg. Was macht das denn? Kartoffeln? Entsalzung. Jetzt brauchen wir auch nicht. Ich glaube, wenn, dann brauchen wir... Guck mal hier, Verbrennungsanlage. Entsorgt Abfall. Das brauchen wir nicht. Wir haben das Meer. Hier. Energieerzeugung. Das wäre als zweites wichtig, glaube ich. Okay. Das läuft auch. Sand steht still. Das macht gar nichts. So, jetzt machen wir mal hier Kupfer mehr rein. Obwohl, es ist stabil. Ich meine, theoretisch brauchen wir das nicht machen. Ich überlege, ob ich hier mal einen Weg mache. Aber die Autos sollten das eigentlich schaffen. Und wir könnten hier hoch machen. Irgendwann müssen wir es schon machen. Ich mag unsere Rampe. Die ist schon cool.
Ja, es konnte nicht alles einlagern. Wir brauchen eigentlich ein Kartoffellager. Kartoffel? So müssen wir eigentlich machen. Ich hätte auch Fließbänder machen können, aber das ist ja wohl praktischer. Oh, na toll, okay. Was ist das? Was ist ein Kartoffeln? Schüttgut oder? Ich würde ja schon eher sagen, Schüttgut. Rommel, rommel. Durch über das U-Fließband. Fließband. Was brauchen wir denn für die Forschung? Guck mal, da brauchen wir nur die beiden Sachen. Ich überlege, ob wir vielleicht. Wir müssen es machen. Ne? Wir können ja einmal. Wir können ja hier zwei Sachen produzieren lassen. Forschung und Dingensbummels, würde ich sagen. Gut, dann machen wir das einfach mal. Guck mal, hier ist alles voll. So muss das sein. Dann können wir das wieder ausmachen. Und gucken mal, wie lange das hält. Und hier ist auch voll. Machen wir das auch mal weg. Wir lassen das erstmal so. Ich meine, es läuft ja alles. Ist alles super. Alles superb. Dann lassen wir auch mal ein bisschen Konstruktionen laufen. So, wir gucken jetzt nochmal von links durch. Wir haben Montagehallen. Wasser ist gut. Hochöfen, Metallurgie, Brecher, Köhlerei. Diese Generatoren, da gehen wir jetzt mal gucken. Gummiherstellung, Abwasser, Schornstein. Ich glaube, wir müssen einfach Forschung produzieren. Was anderes können wir gerade sowieso nicht machen. Es ist auch jetzt alles eingependelt. So, jetzt machen wir noch Treibstoff. Aber eigentlich müssen wir da uns anschließen. Hier. Halt. Yeah. So, guck mal. Können auch die LKWs da noch lang fahren. Yeah. To the max. Gut, dann können wir das hier nämlich nochmal alles abreißen, wenn das dann fertig ist. Guck mal, Mr. Couch Potato bekommt hier Dauereinleitung. Sollen wir mal einen verbessern? 100! Ach, wir brauchen nur die Gastarbeiter. Ich meine, die Flüchtlinge. Oh. Ist ja auch irgendwo das Gleiche. Aber wie heißen denn die Nächsten dann? Ich meine, wir brauchen ja anscheinend andere für andere Gebäude. Oder die sind effektiver oder es passt mehr rein. Komm, ich mach das hier mal aus. Okay, so, das ist durch. Jetzt machen wir das weg. Sehr schön. Guck mal, das ist doch schon mal besser. Da guck mal. So riesengroße Dieselgeneratoren, Alter. Pumpt das Öl! Ich glaube, wir machen mal hier ein paar Öl. Ja, genau. Wir brauchen jetzt hier Angriffsziele quasi. Ja, eigentlich wäre es ja erst so. Na, das geht jetzt eigentlich nicht. Obwohl, so könnte ich. Nee. Vielleicht warten wir erstmal, bis irgendwie. Ach egal, machen wir es jetzt so, obwohl. Ach egal. Egal.
So, jetzt verbinden wir das mal hier. Metall, das sind die beiden wieder. Ausgleich Schüttgut, Ausgleich für Stückgut. Schüttgut und Blödgut. Wir können so machen direkt. Ich meine, kann ich hier direkt so machen? Naja, machen wir jetzt so. Viel besser. Okay, dann haben wir das auch. Dann machen wir erstmal Forschung weiter. Warten. Ja, aber es ist knapp, ne? Trotz allem. Nee, es ist nicht knapp. Es ist eigentlich immer im Nachliefern. So, wie sieht's hier aus? Oh, jetzt auf... Jetzt ist aber... Was ist denn jetzt los? Oh! Die produzieren doch alle gar nicht, oder? Die produzieren doch nur, wenn es benötigt wird. Ja. Ja, so sieht das dann aus. Okay. Aber wir kommen hier in einen Engpass. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir unsere Treibstoffindustrie mal erhöhen. Also wir brauchen jetzt... Wir müssen die Tankstelle woanders hinbauen. Diese Tankstelle. Das hier. Nein. Was gibt's Schöneres als die Ölindustrie? So wunderschön ist sie doch. Oh ja, ist sie doch. So. Dann haben wir das auch mal ein bisschen aus dem Weg. So. Ich bin stolz. Ich bin stolz auf mich. Sehr gut. Das ist schon so cool, das Game. Guck mal, wir haben... Nicht alle haben was zu tun. Es ist auch wunderschön. Müssen wir wieder die beiden reinmachen. Weil hier müssen wir die beiden abziehen. Und das Ding kommt weg. Ich glaube, ein Lager reicht, um zu sehen, wie ungefähr alles funktioniert. Also, wir brauchen davon jetzt noch eine. Eine wunderschöne Destille. Sagt man nicht Raffinerie? Aber egal. Jo, Alter. Das Rohrchaos. Es sei geboren. Ich liebe Chaos. Abwasser ist... Geht das so? Guck mal, ich kann das einfach... Zack. Lol. Dass es einfach den Weg selber findet. Das ist so schön. Und den Schornstein nicht vergessen. Schornsteinikus. Das ist bei Abfall, genau. So, sehr gut. Ich drücke mich nicht mehr einfach so rum. Doch ein bisschen, ja. Ein bisschen schon. Jetzt brauchen wir wieder Kohle. Warte mal. War das immer so mit der Kohle? Ach, scheiße, da brauchen wir ja hier ein Schüttgutlager. Schade. So machen wir das, würde ich sagen. Machen wir ein doppeltes. Man weiß ja nie. Ja, lasst mich in Ruhe.
Sehr schön. Sehr schön. Yeah. Ja, gib's mir los, Fließbänder. Auf wie viel Auslastung sind die denn? Maximum? Ja, dann sieht's so aus. Wir warten jetzt erstmal kurz. Wie sieht es mit der Forschung aus? Rohrleitung 2 laufen noch. Die können ja nicht maximal fördern, ne? Ja, da müssen wir ein bisschen gucken. Dass wir die hier wahrscheinlich zuerst aufwerten müssen. Guck mal, ist jetzt schon wieder am Hochgehen. Stimmt, ach, das hat alles hier in die Tankstelle reingefördert. Deswegen hatten wir nichts. Aber jetzt hat Kohle erstmal was zu tun. Ja, sehr gut. Ich meine, sowas kann doch nicht gut sein, oder? Kohle und Öl. Machen wir schön Treibstoff. Noch ein bisschen Uran rein oder so. Das kommt immer gut. Alter, guck mal, wie viel Kohle-LKWs wir haben. Richtig abgefahren. Gut, liebe Leute, ich muss leider aufhören. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Captain of Industries. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren. Das würde dem Kanal sehr helfen. Ja, ihr seid die Besten. Und bis dahin, wie immer, haut rein. Bis zur nächsten Folge.